Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um diese hübschen Dinger hier gehen. Und zwar um Schleifen aus Stoff, die mit Draht verstärkt werden. Hier habe ich eine zweite Beispielschleife für euch. Ich habe euch in dem Video, wo wir diese hübschen Dinger hier gebastelt haben, gefragt, ob ihr Interesse daran habt. Und die Resonanz war ja. Also machen wir das heute. Es gibt nämlich zwei, drei Kleinigkeiten zu beachten dabei, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal Werbung in eigener Sache. Wenn euch interessiert, wie man die hübschen Dinger hier bastelt, dann schaut euch gerne das Video dazu an. Dazu existiert bereits ein Video, wie man Rosen aus solchem Geschenkband hier bastelt. Und genau mit diesem Geschenkband ist auch diese Schleife entstanden. Also braucht ihr auch hierfür dieses Schleifenband. Das hat jetzt 4 cm und ist zu 100% aus Kunstfasern, also Plastikband, wenn man so will. Ist kein richtiges Stoffband. Ihr könnt aber auch richtigen Stoff dafür nehmen. Die beiden Schleifen haben unterschiedliche Grundmaße. Darauf gehe ich aber gleich genauer ein. Wenn euch jetzt das Ganze interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran. Ich zeige euch jetzt, was wir dafür alles brauchen. Für die Geschenkbandschleife braucht ihr natürlich das Geschenkband und für die Stoffschleife braucht ihr ein Stück Stoff. Am besten gebügelt. Lässt sich deutlich einfacher verarbeiten. Dann braucht ihr für beide Schleifen Draht, einen Seitenschneider, um den Draht abzuknipsen. Dann braucht ihr irgendeine Form von Maßband. Bei mir hat meine Unterlage eine Maßeinteilung, deswegen nehme ich die. Dann braucht ihr eine Schere, die den Stoff schneidet, also am besten eine Stoffschere. Und dann braucht ihr Heißklebe. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Kleber nehmen, aber mit Heißklebe geht das Ganze ganz gut. Soll ja auch halten. Ja, wenn euch das Ganze jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also, das ist das, was wir grundsätzlich für die Stoffschleife brauchen. Mit der fangen wir jetzt auch an. Und zwar lege ich die mal hier so hin und hole mir mal den Stoff ein bisschen dicht. So. Und zwar, während die Heißklebe heiß wird, schneiden wir den Stoff zu. Ich habe mir jetzt hier einen karierten Stoff genommen, einfach weil ich da nicht anzeichnen brauche und das Ganze relativ gut euch zeigen kann. So, wir brauchen jetzt für diese Stoffschleife hier, die soll nachher ungefähr 3 cm sein. Wir müssen aber ja noch den Stoff umschlagen. Das heißt, wir nehmen zwischen 5 und 6 cm. Je nachdem, wie ihr das gerne hättet, wie viel man von dem Draht noch sehen soll nachher, weil wenn ihr hier reinguckt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so gut sieht, aber dann kann man den Draht, wenn man da reinguckt, noch sehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr bei einer 3 cm Schleife natürlich mindestens 6 cm Stoffband nehmen oder Stoff nehmen, um das Ganze vorzubeugen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir werden das Ganze auf 6 cm schneiden und dafür legen wir uns die schmalste Stelle auf die Kante und nehmen Maß. Und zwar sind immer von dicker Linie bis dicker Linie bei mir 5 cm. Und wir nehmen jetzt ja, so 6,5 ungefähr und schneiden hier an der Kante zwischen Weiß und Blau einmal runter. So, der Stoff kann beiseite. Den brauchen wir jetzt so nicht mehr. Und jetzt gucken wir uns an. Wir haben hier jetzt etwas über 30 cm. Wenn ihr diese Form von Schleife haben möchtet, braucht ihr 30 cm. Wenn ihr diese Form von Schleife haben möchtet, braucht ihr 25 cm. Die Schleife ist jetzt in sich auf 4 cm. Also ist auch breiter als diese hier. Aber ich fand, das passte proportional ganz gut. Und je nachdem, was man möchte, ob die jetzt für die Haare oder wie hier für ein Geschenk ist,
Könnt ihr natürlich das auch variieren und je nachdem, was euch gefällt, eben auch beides machen. Aber da wir jetzt diese Schleife hier machen, nehmen wir wieder die 30 cm und schneiden im Prinzip nur einfach auf dieser Seite nochmal hier die Naht ab. Und damit brauchen wir die Schere auch nicht mehr. So, jetzt kommt der Teil, wo wir den Draht in die passende Form bringen. So, wenn ihr natürlich Draht habt, der von Haus aus schon gerade ist, also so Stäbe, dann seid ihr jetzt natürlich im Vorteil. Ich muss meinen gerade jetzt noch ein bisschen gerade biegen. Das braucht immer ein bisschen. Aber wir schneiden den jetzt auf die 30 cm zu. Indem wir den einfach hier hinlegen und dann hier abschneiden. Wenn ihr merkt, ihr habt ihn zu lang gelassen, dann könnt ihr ihn natürlich im Nachhinein auch immer noch kürzen. Was dran flicken ist immer schwierig. Aber ihr könnt zur Not ja auch noch ein neues Stück Draht zuschneiden. So. Davon brauchen wir zwei Stück, die ihr entweder aneinander messen könnt oder eben ja, beide nacheinander an einem Lineal oder wie ich jetzt hier an meiner Unterlage. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den einigermaßen gerade habe. Hundertprozentig gerade sind sie jetzt nicht, aber das macht auch nichts. Was wir jetzt noch machen ist, dass wir eine, oder das machen wir mit allen vier Spitzen, aber wir gehen hin und ihr könnt entweder eine Zange nehmen oder ihr nehmt den Seitenschneider und wir biegen die Ecken um, dass die uns nicht gleich den Stoff kaputt machen. So könnt ihr eine Schlaufe machen. Und dann drückt ihr das Ganze mit Zange, Seitenschneider, was auch immer ihr zur Hand habt, wieder zusammen. So. Dann habt ihr keine spitze Kante mehr vorne, die euch den Stoff kaputt machen kann. Das mache ich jetzt mit allen vier und dann geht's weiter. Legt den Draht und den Seitenschneider nicht zu weit weg, den brauchen wir gleich nochmal. Aber ich habe jetzt alle vier Enden so umgeknickt. Und die Heißklebe ist startklar. Und jetzt fangen wir an und kleben erstmal einen der beiden fest. Und zwar hole ich mir jetzt doch nochmal ein Lineal. Und zwar nehmen wir jetzt von unseren etwas über 6 cm, nehmen wir die Mitte. Also die mittleren 3 cm sind unser Maß der Dinge. Und das wären jetzt hier bei mir ungefähr von hier bis hier, also Mitte rot bis Mitte rot, sind 3 cm. Und da kleben wir jetzt unsere Drähte auf. Das heißt, wir nehmen jetzt die Heißklebe und drücken den Draht dann da fest. So. Und so wird der Draht jetzt auf vielen einzelnen Punkten fixiert. Ihr könnt auch, ich habe hier zum Beispiel ein Stück von einem Schaschlikspieß, den könnt ihr nehmen, besser als die Finger, um den Draht festzudrücken, dass der auch wirklich in dem Kleber ist. Und dann arbeiten wir uns jetzt einmal vor. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt eine Stelle, wo nicht genug Heißklebe hingekommen ist, dann macht ihr jetzt einfach da nochmal ein bisschen Heißklebe oben rüber, sodass der Draht sich nicht wieder vom Stoff lösen kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Stelle, wo die Heißklebe sich zu weit ausgebreitet hat, dann nehmt ihr einfach die Spitze von der Heißklebepistole
und schiebt das Ganze beiseite. Weil mit der Spitze kriegt ihr das Ganze wieder flüssig. Und dann lassen wir das Ganze trocknen. Geht ja bei der Heißklebe relativ schnell. Im nächsten Schritt legen wir die Kanten um. Und dafür ist es wichtig, dass ihr außerhalb vom Draht, an der Stelle, wo ihr das Ganze knicken wollt, möglichst wenig Heißklebe habt, die außer der Reihe tanzt. Also wenn ihr jetzt so wie hier zum Beispiel eine Stelle habt, wo das über das Rote hinwegragt, dann mache ich das jetzt nochmal flüssig und schiebe das sozusagen weg. Oder verteile das flacher. Damit wir gleich nicht das Problem haben, dass wir da ein Platzproblem kriegen oder das Ganze ungleichmäßig wird. Aber bevor wir das Ganze jetzt zukleben können, müssen wir noch einmal 6 kleine Stücke Draht zuschneiden. Dafür legen wir uns unseren Schleifenrohling wieder auf oder an unser Maßband. So, und jetzt ist es zu ermitteln, wo ist die Mitte. Das ist in meinem Fall hier. Und dann brauchen wir die Mitte zwischen Außenkante und Mitte, also ein Viertel. Das wäre hier. Da kommt der erste hin. Und die anderen beiden kommen dann mit 2,5 cm Abstand jeweils links und rechts davon. Das heißt, wir bleiben 5 cm von der Mitte entfernt und dann 5 cm vom Rand entfernt und in die Mitte von den beiden kommt dann der dritte. Also schneiden wir jetzt 6 Streifen Draht zu, die jeweils dazwischen passen, zwischen unsere beiden anderen Drähte. So in etwa. Und an den Stellen fixieren wir jetzt einmal links und einmal rechts nochmal jeweils 3 kleine, also 6 insgesamt. Und dann geht's weiter. So, das Stück ist erstmal fertig. Ich hoffe, ihr habt das Stück, was wir abgeschnitten haben, nicht weggeworfen. Das können wir jetzt nämlich noch weiter verwenden, indem wir entweder diese überstehende Kante abschneiden oder umkleben. Ich schneide die jetzt einfach mal ab. Und dann benutzen wir das gleich für diesen Steg hier. Im nächsten Schritt kleben wir aber erstmal die Kante jetzt um. Dafür machen wir die Kante hier nochmal ein bisschen weich mit der Spitze von der Heißklebepistole. Und wenn ihr denkt, ihr braucht noch ein bisschen mehr Heißklebe, dann könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr Heißklebe darauf machen. Und dann nehmt ihr das am besten richtig in die Hand und drückt das am besten richtig rum. So. Und so arbeiten wir uns jetzt einmal weiter vor. Aber wenn ihr noch mehr Heißklebe positioniert, positioniert sie auf der Innenseite. Weil sonst kriegt ihr auf der Außenseite nachher das Problem mit den Hubbeln, was ich schon angesprochen hatte. Achso, und diese Querstege, da müsst ihr natürlich kein Metall reinlegen. Ihr könnt die auch nur aus Heißklebe machen. Hält natürlich aber besser, wenn ihr auch noch ein bisschen Draht damit reinmacht. Für die erste Schleife empfehle ich euch definitiv, einen linierten oder karierten Stoff zu nehmen. Einfach, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze vom Maßstab her ist, oder ihr bastelt euch eine Schablone, um den Draht an die richtige Stelle zu bringen. Das könnt ihr natürlich auch machen. So, das war die eine Seite. Und die andere Seite machen wir jetzt natürlich genauso. Musik
Ihr könnt natürlich das Ganze auch von außen noch weich machen. Dann entsteht aber ganz schnell, dass ihr außen die Heißklebe sehen könnt. Umso dicker euer Stoff natürlich ist, umso unwahrscheinlicher ist das, dass die Heißklebe da durchschimmert. Aber ausschließen könnt ihr das natürlich nicht, wenn ihr mit Heißklebe arbeitet, dass sie sich durch euren Stoff durcharbeitet. So sieht das Ganze jetzt von vorne aus. An der einen oder anderen Stelle war ich ein bisschen großzügig mit der Heißklebe, da ist es jetzt etwas dunkler. Aber der Großteil davon verschwindet nachher, sobald die Heißklebe kalt ist. Also müsst ihr euch überlegen, was für Stoff ihr nehmt. Und ihr könnt natürlich sonst auch irgendeine Form von Stoffkleber für das Ganze nehmen. So, jetzt im letzten Schritt, oder vorletzten Schritt besser gesagt, legt ihr eure Hand in die Mitte und dann biegt ihr so langsam die Kurve. Ihr wisst ja ungefähr, wo die Mitte eurer Kurve ist, da wo euer zweiter Steg sitzt. Da muss die Mitte eurer Kurve ungefähr sein. Und dann biegt ihr das letzte Stück eurer Schleife, biegt ihr wieder gerade. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. So dass wir nachher ungefähr 1 cm Überstand haben. Dadurch, dass das Ganze Draht ist, könnt ihr natürlich euch beliebig nach vorne, nach hinten, in die Breite arbeiten, wie ihr das möchtet. Ihr müsst halt nur gucken, dass da, wo eure beiden, mittleren Stege sind, dass das ungefähr der Mittelpunkt der Kurve ist, damit eure Schleife auf beiden Seiten gleich ist. Ja, jetzt biegen wir eine Seite wieder auf, drücken das Ganze nochmal ein bisschen platt und machen in die Mitte von dem Ganzen nochmal ein bisschen Heißklebe. Ihr könnt die Heißklebe auch hier ran machen, aber ihr könnt die Heißklebe auch genauso gut hier in die Mitte machen. Und dann kommt da auch nochmal ein bisschen Heißklebe in die Mitte. Und jetzt bringen wir das Ganze, wenn es gleich trocken ist, final in Form. Dafür könnt ihr schon mal die Schleife so hinbiegen, dass sie euch gefällt. Und dann nehmen wir jetzt die Vorderseite und drücken da die Drähte zusammen. Ihr könnt natürlich auch alles auf einmal zusammenkleben, aber gerade am Anfang ist es einfacher, wenn ihr erst die Lagen aufeinander klebt und dann das Ganze zusammendrückt. Und jetzt nehmen wir diesen Streifen hier und kleben den einmal drumherum. Dafür nehmen wir die Rückseite, machen hier wieder ein bisschen Heißklebe hin und dann kleben wir den hier fest. Und dann müsst ihr natürlich einen kleinen Moment warten, dass es vernünftig antrocknen kann. Und dann legen wir ihn vorne rum. Und dann haben wir wieder die hintere Seite oben. Jetzt könnt ihr hier einmal ein bisschen was hinsetzen. Und die Kante einmal umlegen, dass ihr eine saubere Kante habt. Und dann macht ihr hier nochmal Heißklebe drauf und zieht das Ganze damit dann zusammen, dass sie in der Mitte auch so schmal ist, wie ihr sie haben möchtet. Und dann drückt ihr das Ganze fest. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen in Form bringen. Dafür könnt ihr den Draht auch noch ein bisschen so biegen, dass ihr aus der Mitte raus so eine richtige Schleifenform kriegt. Aber da könnt ihr natürlich auch so oft hin und her drücken, wie ihr wollt, weil
durch den Draht dürfte da nichts passieren. Und exakt genauso funktioniert das auch mit dem Schleifenband. Nur, dass ich da die Kante nicht umgeklebt habe, weil ich das so mit der Abschlusskante ein Stück außerhalb vom Draht schöner fand. Dafür ist es da ja jetzt aber so, dass wenn ihr, ich hoffe, ihr seht, na, wahrscheinlich eher nicht, wenn man da oben reinguckt, dann kann man den Draht sehen. Aber fand ich jetzt nicht schlimm, deswegen habe ich gedacht, da mache ich das so. Wenn ihr den Draht aber nicht sehen wollt, dann müsst ihr das Ganze einmal umkleben. Dann ist es so wie hier, dass man eben nichts da drinnen sehen kann. Ich finde das in etwas runder, etwas schöner, aber das ist natürlich völlig Geschmackssache, wie ihr das möchtet. So ist sie ein bisschen voluminöser, die ganze Schleife. Aber ihr könnt es natürlich auch machen wie in dieser hier, die ist ein bisschen flacher gedrückt. Und ja, die beiden Schleifen haben das gleiche Grundmaß, auch wenn das im Moment nicht so aussieht. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und damit hoffe ich, habe ich alle Eventualitäten beantwortet. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich versuche euch alles, was ich kann, zu beantworten. Und dann freue ich mich, wenn ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn euch das Video jetzt auch noch gefallen hat, gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und meine Inhalte euch interessieren, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist und der neu dazukommt. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal.